Was geht ab, Leute? Willkommen zurück in der virtuellen Realität zu den VR und AR Weekly News wie jede Woche. Wir schauen mal auf unsere Liste. Was gibt's alles Schönes? Wir haben Arizona Sunshine für die Oculus Quest. John Carmack redet über Oculus Link und Verbesserung. Five Nights at Freddy's Augmented Reality. Feuerwehr in Kalifornien, die macht coole Sachen mit VR. Fisherman's Tale für die Oculus Quest. Ein Update zu No Man's Sky VR. Facebook kauft Beat Games, ein neuer Boneworks-Trailer, Microsoft und der Flugsimulator in VR und Half-Life Alyx. VR goes Mainstream. Ich bin gespannt. Dazu natürlich immer die aktuellsten Releases und Sales zum Thema VR und AR. Ich bin der Bude, bei mir gibt es alles zum Thema VR und AR. Danke an meinen Sponsoren. Woodgoes VR, Oppermann Events, Saronix, Andi de Pfälzer, VR Ambassador und Alpha Blend Interactive. Viel Spaß mit den News und los geht's! Voodoo.de. Leute, diese News, ich glaube, ich hatte mitgezählt, 33 Leute hatten mir per Mail oder auf sonstigen Wegen diese News geschickt. Anscheinend war das überall in aller Munde. Kühe tragen jetzt auch VR-Brillen und das ist kein Scherz. Auf einem russischen Bauernhof haben jetzt Bauern getestet, wie Kühe auf Virtual Reality reagieren. Und jetzt denkt man sich natürlich, ja Moment mal kurz, die haben doch einen riesigen IPD, wie soll das denn funktionieren? Natürlich ist eine VR-Brille an die Kopfform der Kuh angepasst worden und die Erfahrung, die da drunter sehen, natürlich auch an die Augen. Also Ich bin jetzt kein Biologe oder was. Ich weiß nur, dass Kühe die Farben ein bisschen anders sehen. Ne? Also irgendwelche Blautöne oder Grüntöne sehen die dann anders. Und denen wird eine Sommerwiese simuliert. Eine frische, saftige, grüne Sommerwiese. Unfassbar. Und man hat wirklich festgestellt, dass die Kühe entspannter sind. Ja, die sind entspannter, die fühlen sich wohler. Der Gesundheitszustand ist besser tatsächlich auch. Und dementsprechend geben die sogar mehr Milch. Das ist sehr interessant, wenn man mal bedenkt, was das für die Zukunft bedeutet. Also erstmal ist es natürlich für die Tiere interessant, solange man muss natürlich gucken, ob die das irgendwie stört. Im Moment sieht es so aus, als wenn die damit gut klarkommen, die Kühe. Und dann muss man natürlich auch mal, für die Tiere ist das natürlich geil. Auf jeden Fall. Ne? Da könnte man sich natürlich überlegen, kann man dann jetzt, wenn die Kühe mehr Milch produzieren, kann man dann einfach weniger Kühe nehmen und dass die dann nicht mehr in so einer riesen Massenzucht da leben, ne, zum Beispiel. Auch zum Thema Treibhausgase ist ja, je weniger Kühe, umso weniger Treibhausgase, ganz klar. Also ist eine feine Sache und das ist in der Nähe von Moskau auf einem Milchhof getestet worden oder wird noch getestet und ja, das ist in aller Munde, also überall auf der Welt wird das erwähnt und ich finde es einfach mega interessant, total abgefahren. Was haltet ihr davon? Eine wunderbare News zu einem wunderbaren Spiel und zwar Arizona Sunshine, das ist immer noch unter meinen Top 10. Das ist ein super Zombie-Abenteuer, das kommt jetzt für die Oculus Quest. Das heißt, ihr könnt es jetzt auf einer Standalone-Brille zocken, im vollen Room-Scale und das ist super. Und zwar schon sehr bald. Am 5. Dezember könnt ihr das zocken. Ist das cool? Also mir gefällt es wirklich gut. Das DLC, also es gibt ja schon DLCs für das Spiel, die kommt ein bisschen später raus. Aber das macht ja nichts. Leute, gönnt euch das Spiel. Ich kann es euch sagen, ihr könnt die ganzen Gameplays auf meinem Kanal sehen. Ich habe sogar eine ganze Playlist von Arizona Sunshine. Also guckt es euch mal an. Es lohnt sich. Ja, Oculus Link ist schon da und ihr habt sicherlich auch vielleicht schon Erfahrungen damit gesammelt. Die meisten, also fast eigentlich alle, haben gute Erfahrungen damit gemacht. Aber es ist ja bekannt, dass dieses Signal, was durch das USB-Kabel geht, immer noch komprimiert wird. Ne? Das ist halt so. Ich persönlich sehe den Unterschied nicht. Ich finde das gut, aber es gibt Leute, die das sehen. Kommt natürlich auch aufs Kabel, aufs Spiel und weiß der Geier was an. Und John Carmack, der ja eigentlich bei Oculus ausscheiden wollte und nur noch beraten zur Seite steht, der hat jetzt gesagt, sie wollen einen neuen Modus einführen, der die volle Bandbreite von USB 3.1 unterstützt dann. Ne? Und das ist natürlich geil, dann kannst du da, dann sieht das natürlich noch klarer und alles aus und besser und
Ja, das dauert aber noch Monate, hat er gesagt. Und mich wundert das ein bisschen. War nicht, habe ich nicht letzte Woche noch erwähnt, dass er dann nicht mehr so mitmacht? Und jetzt redet er von Monaten noch, die er da mitarbeitet? Naja, so ganz werde ich da nicht draus schlau. Vielleicht hat er auch irgendwie Ende 2020 als Austrittsdatum, keine Ahnung. Wie auch immer, finde ich gut, dass er jetzt da doch noch mitmacht. Und dann haben wir bestimmt irgendwann ein noch perfekteres Oculus Link-Erlebnis. Five Nights at Freddy's Augmented Reality ist raus. Das könnt ihr jetzt zocken. Ich habe das auf meinem Handy gespielt. Das geht aber auch auf dem iPhone. Also ich habe das Pixel 4 XL hier. Das hat super damit funktioniert. Aber ihr könnt es auch auf einem iPhone zocken. Das ist überhaupt kein Problem. Einfach die App runterladen. Und ihr müsst natürlich Kamera anmachen und alles. Und es ist total cool, müsst ihr im Dunkeln spielen. Da könnt ihr durch eure eigene Wohnung laufen und werdet dann erschrocken. Völlig abgefahren. Wenn ich ein bisschen Zeit finde, werde ich das mal für euch testen. Das ist eine Kombination aus Horror, aber auch so ein bisschen wie Wizards Unite, Ingress oder Harry oder Pokémon Go, ne? Dass man draußen rumläuft und alles. Sehr, sehr interessant, finde ich. Könnt ihr ja auch schon mal ausprobieren. Die Feuerwehr in Kalifornien, die übt jetzt oder die bereitet sich jetzt stark vor auf weitere Waldbrände mit Virtual Reality, mit den Pico-Headsets. Die arbeiten also mit Pico zusammen. Sieht man hier schön auch auf dem Bild, dass die das aufhaben. Und was sehen die da? Es geht vor allem darum, dass man sich auf die Situation vorbereitet. Zum Beispiel wird denen dann gezeigt, wie schnell sich ein Feuer verbreiten kann oder auch die Richtung ändern kann, ne, wo, dass man dann irgendwie umschlossen wird und so. Und viele der Feuerwehrleute haben dann wirklich gesagt, nachdem sie das trainiert haben, sie waren viel besser vorbereitet durch dieses Virtual Reality Training. Und das ist natürlich super. Ich weiß natürlich jetzt überhaupt nicht, ob das in Deutschland und wo das genau in Deutschland schon eingesetzt wird. Vielleicht könnt ihr mir da ein bisschen weiterhelfen. Es gibt sicherlich einige, die jetzt zuschauen, die bei der Feuerwehr arbeiten oder zumindest Leute kennen, die bei der Feuerwehr arbeiten. Tut mir doch mal einen Gefallen und fragt mal in Deutschland, Österreich, Schweiz, alle, die jetzt zuschauen und aus dem deutschsprachigen Raum kommen, wo bei der Feuerwehr sowas schon eingesetzt wird im deutschsprachigen Raum. Ich würde da gerne mal vorbeischauen und mir das mal angucken. Wäre schön, wenn ihr mir dabei helft. Ich habe wenig Zeit, einfach alle Feuerwehren mal anzuschreiben, aber ne, mit so einer großen Community kann man da sicherlich was organisieren. Es gibt immer einen, der jemanden kennt. Ihr wisst das ja. Schreibt es mir gerne in die Kommentare oder auch an meine E-Mail-Adresse. Die findet ihr unter jedem Video oder halt. Ich kann sie euch auch so sagen, voodoo.demc@gmail.com. Wäre super, würde mich mal interessieren. Oh ja, eins meiner Lieblingsabenteuerspiele, A Fisherman's Tale, könnt ihr jetzt auf der Oculus Quest zocken. Genau, jetzt. Es ist raus. Und wenn ihr auch mal was anderes machen wollt und nicht nur rumballern, wenn ihr auf Abenteuer steht, kauft es. Ganz klare Kaufempfehlung. Die Idee ist auch so super. Ne, wir spielen quasi eine Welt in einer Miniaturwelt und umgekehrt. Das ist völlig abgefahren. Wir sind in einem Leuchtturm und da in dem Leuchtturm ist ein kleines Modell von dem gleichen Leuchtturm. Wenn wir da was rausnehmen aus dem kleinen Leuchtturm und das in den großen ziehen, dann wird dieser Gegenstand auf einmal größer. Völlig abgefahren. Und so müssen wir halt dann Rätsel lösen. Genial, sieht toll aus, macht Spaß. Hundertprozentige Empfehlung, wenn ihr die Oculus Quest habt. Und ansonsten könnt ihr natürlich auch auf dem PC spielen. Das geht ja schon länger. A Fisherman's Tale. Es gibt ein neues Update von No Man's Sky und das nennt sich Synthesis. Und das hat natürlich auch Auswirkungen auf die Virtual Reality Version. Und zwar Update 2.2. Es gibt einige Neuerungen, die durchaus größer sind. Also wir haben zum Beispiel Upgrades von unseren Raumschiffen. Interessanterweise können wir jetzt auch Raumschiffe quasi wiederverwerten und kriegen da Credits und Krempel zurück. Dann können wir hier zum Beispiel also ein Update von dem Terrain-System. Ihr seht mal, guck mal, hier haben die so einen komischen Strahl hier. Sieht aus, als wenn man das wirklich besser benutzen kann. Also ich selber habe es noch nicht ausprobiert. Ne? Protected Terrain Edits. Aha, interessant. Da können wir jetzt dann unsere Umgebung
Quasi schützen. Aha. Custom Outfits. Das ja, in unserem ExoCraft können wir jetzt First-Person-Ansicht machen. Das geht auch in VR jetzt. Hey, guck mal hier. Creature Riding. Kann sich an den Hörnern festhalten. Space Map. Das ist schon, ich finde schon cool. Ich finde vor allem beachtlich, wie viel die in dieses ja doch schon ältere Spiel auch noch reinstecken. Da ist so viel. Ihr müsst euch das mehr ja alles reinziehen. Also die Seite, die hier eingerichtet haben, spiegelt sehr gut wider, was hier alles neu ist an diesem Update. Guckt euch das einfach mal an. Ich verlinke das unter dem Video. Und logischerweise ist das natürlich kostenlos. Also wenn ihr No Man's Sky schon habt, könnt ihr das einfach ganz normal updaten über Steam oder PlayStation VR. Das ist natürlich auf allen Plattformen, wo es das Spiel gibt. So sieht's aus. Facebook hat Beat Games gekauft. Das ist abgefahren. Ich habe das über Twitter gelesen und habe erstmal gedacht, wow, das ist mal eine Ansage, oder? Ich meine, Beat Saber ist so das bekannteste VR-Spiel und Facebook hat es einfach mal gekauft. Irre. Ja, jetzt mögen einige natürlich meinen, um Gottes Willen, Facebook, das kann ja nicht gut werden, aber das glaube ich nicht, Leute, weil ihr wisst, Oculus gehört ja auch zu Facebook und was die für VR tun, ist absolut geil. Das ist absolut cool und ich würde mir dann nicht so viel Sorgen machen. Die haben auch gesagt, das ist jetzt nicht so, dass Beat Saber irgendwie exklusiv nur für Oculus Brillen wird. Das wäre ja, das wird ja den härtesten Shitstorm ever auslösen. Das wird natürlich nicht der Fall sein. Also sie sagen auch, die Mods und alles, was im Moment ist, die Eigenständigkeit der Entwickler, die bleibt so erhalten, wie sie ist. Gut, das sagen die jetzt halt. Das müssen wir halt einfach mal glauben. Was aber natürlich für Zukunftsspiele von Beat Games passieren wird, das steht in den Sternen. Was ist zum Beispiel mit sowas wie Beat Saber 2 oder so? Wird das dann wirklich Oculus exklusiv sein? Werden wir es nicht mehr auf der PlayStation zocken können und nicht mehr auf Steam? Wir werden sehen. Ich hoffe nicht. Aber eine interessante Sache. Was glaubt ihr, was das für Auswirkungen hat? Schreibt es mal in die Kommentare. Es gibt einen neuen Trailer zu Boneworks oder sagen wir mal eher ein Gameplay-Trailer. Und der ist wirklich auch wieder total genial. Der ist sehr lange, deswegen werde ich euch das nicht alles komplett zeigen. Aber guckt euch mal hier diese Szene zum Beispiel an, wie er das Magazin wechselt. Guckt euch das mal an. Der schmeißt die Waffe so hoch und hält dann das Magazin so hin. Also Physik basiert ist das natürlich absolut der Knaller. Und die bringen das natürlich jetzt vor allem wegen Half-Life Alyx. Ganz wichtig ist für die, dass die das natürlich nicht verschieben, das Spiel. Das muss jetzt dann am 10., ich glaube 10. Dezember ist das rauskommen. Wenn die das auf nach Half-Life Alyx verschieben, dann versinkt das Spiel im Untergrund, weil alle nur noch Half-Life zocken, ist ja klar. Aber so als Vorgeschmack auf Half-Life Alyx ist das Spiel natürlich der absolute Knaller. Und ich freue mich natürlich trotzdem drauf. Aber ihr müsst natürlich beachten, wahrscheinlich macht das nur so viel Spaß mit der Valve Index und den Index-Controllern, weil wir wissen ja, die haben Finger-Tracking, einzelne Finger werden getrackt und alles. Und das geht mit allen anderen Plattformen nicht. Mit der Oculus-Plattform geht es ein bisschen. Da wissen wir, die haben auch so touch-sensitive Oberflächen auf den Controllern. Aber am besten solltet ihr das natürlich mit der Index zocken, ganz klar. Ja, sehr cool. Guckt euch auf jeden Fall den Trailer an. Unter dem Video ist der verlinkt. Sehr sehenswert, absolut cool gemacht. Boneworks. An alle Fans der Xbox, das ist jetzt bitter, weil Microsoft hat gesagt, die scheren sich einen Scheißdreck um VR. Auch bei der nächsten Xbox, die ja den Namen Scarlett hat, nicht. Ja, das müssen wir wohl so hinnehmen, ne? Ist natürlich ein bisschen ungünstig für Microsoft, jetzt zu sagen, keiner will VR. Das haben die wortwörtlich so gesagt. Jetzt, wo gerade der Hype ist und das so langsam in den Mainstream geht. Ganz schlechter Zeitpunkt. Ich glaube, dass die das so ein bisschen jetzt verkackt haben, sage ich jetzt mal. Aber gut, das müssen sie selber wissen. Ich glaube, das ist der falsche Weg für Microsoft. Ich finde, dass Microsoft überhaupt in den letzten Jahren falsche Wege eingeschlagen hat, aber naja, muss man halt selber mal gucken. Also
Der Phil Spencer, der hat hier zum Beispiel geschrieben, dass er sogar Half-Life Alyx selber ausprobiert hat und er fand es geil, aber er sagt, für die Xbox Scarlett ist das nicht im Fokus. Schade, weil so eigentlich alle Plattformen haben mittlerweile VR-Support, sogar Nintendo mit dem Labo, wisst ihr ja schon, und die PlayStation ja sowieso. Und es ist natürlich schade, es ist sehr, sehr schade, aber so ist das nun mal. Damit werden bestimmt die Verkaufszahlen nicht nach oben getrieben von der Xbox. Nun, was sagt ihr dazu? Glaubt ihr, Microsoft schlägt den falschen Weg ein oder glaubt ihr, die machen das richtig so? Schreibt es in die Kommentare. An alle Fans vom Flugsimulator 2020, der ja bald erscheint, sehr, sehr gute News. Und zwar, Microsoft hat ja gesagt, oder Asobo, das sind ja die, die das letztendlich erstellen. Die haben gesagt, ja, am Anfang haben sie gesagt, ja, nee, das ist jetzt nicht so die Priorität. Dann haben sie gesagt, nachdem der Shitstorm groß war, ja, okay, wir unterstützen doch vielleicht VR. Und jetzt sagen sie, das ist ganz oben auf der Prioritätenliste. Sehr, sehr geiler Scheiß. Hier können wir, das ist so ein Interview hier mit dem Asobo-Projektleiter Jörg Neumann. Und das Wichtigste für uns ist hier dieser Abschnitt. Da haben die gefragt, Sie haben bereits VR angesprochen. Wie hoch steht das Thema auf der Prioritätenliste? Und was sagt er? Sehr hoch, sehr hoch. Asobo und ich haben jahrelange Erfahrung mit VR. Wir wissen, wie eine lahmarschige und eine gute Umsetzung aussehen. Wir wollen eine gute Lösung bringen, beispielsweise indem das Cockpit von der restlichen Welt abgeschnitten wird. Dann kannst du dich frei darin bewegen und die Welt im Hintergrund fängt nicht zu schimmern an. Wir haben mit VR schon angefangen, wollen es aber richtig machen. Na, wenn das sich nicht geil anhört, dann weiß ich auch nicht, oder? Boah, ich stelle mir das so geil vor, den Flugsimulator 2020 in VR zu zocken. Das kann nur gut werden. Wow. Also das werde ich euch definitiv mal zeigen, auch wenn ich natürlich ein absoluter Hardcore-Noob bin. Ich habe keine Ahnung davon. Aber sie haben auch gesagt, der Flugsimulator 2020 soll nicht nur für Piloten sein, also für Hardcore-Profis, sondern auch für Anfänger, die einfach mal den Planeten erkunden wollen. Also du kannst dich auch einfach dann in eine Boeing 747 setzen und ganz normal ein bisschen arcade-mäßig rumfliegen, wenn du willst. Das geht auch. Das werde ich dann wahrscheinlich so machen. Aber ich habe ja auch meinen HOTAS, also ich werde natürlich auch mal versuchen, das ein bisschen professioneller zu zocken dann. Mit eurer Hilfe natürlich. Freut ihr euch auf den Flugsimulator? Schreibt es in die Kommentare. So, und nochmal das wichtigste Thema, wie immer, Half-Life. Und ihr habt sicherlich die letzten Tage verfolgt und es wird halt wirklich immer krasser. Ich höre von Leuten, die noch nie irgendwas damit zu tun hatten, dass sie von Half-Life gehört haben. Und jetzt gucken wir uns mal die Zahlen vom Trailer an. Also wir wissen ja, wenn irgendwas mit Virtual Reality auf YouTube kommt, dann kannst du froh sein, wenn du mal 10.000 Aufrufe hast oder was. Und jetzt guckt euch mal an, wie viele Aufrufe der Half-Life-Trailer hat. 8,3 Millionen. Geil. Und dann sagt Microsoft, niemand interessiert sich für VR. Herzlichen Glückwunsch. Interessant ist auch ich sag mal hier, der Unterschied zwischen Likes und Dislikes. Guckt euch mal an. 427.000 Leute haben auf Like gedrückt und nur 14.000 auf Dislike. Wunderbar. Das sieht doch alles sehr gut aus, oder? Dann müsst ihr mal gucken, wo überall das steht. Sogar auf Bild, ja, die ja normal sich einen Scheißdreck um sowas scheren. Auf Bild steht das. Wahnsinn. Und was auch noch sehr interessant ist, von wegen, die Leute kaufen sich kein VR-Headset dafür, extra dafür, doch tun sie. Denn zum Beispiel in den USA und in Kanada ist die Valve Index ausverkauft, Leute. Die kannst du nicht mehr kaufen. Das musst du dir mal reinziehen. Ist das nicht geil? In Deutschland ist es nicht ganz so krass, aber wir sehen auch da auf der offiziellen Seite, dass die Lieferzeit von der Valve Index jetzt schon zwischen 4 und 8 Tagen liegt. Vorher ist das instant verschickt worden. Also ihr seht, auch bei uns hat das einen starken Einfluss. Und jetzt könnte man natürlich meinen, wann ist der Zeitpunkt erreicht, wo Virtual Reality Mainstream wird? Also wenn ich das hier so sehe, würde ich sagen, dass es jetzt ist. Ja, weiß ich nicht. Also so einen Push gab es noch nie.
Ich sehe das übrigens auch an meinen Abozahlen und alles oder an meinen Aufrufen, dass seit das angekündigt wird, geht das sowas von steil nach oben. Und ich freue mich natürlich, dass ich jetzt VR noch weiter verbreiten kann. Das ist wirklich sehr, sehr cool. Was sagt ihr? Seid ihr auch auf dem Hype-Train? Ich bin voll drauf. Ich schmeiße sogar noch extra Kohle rein. Und ich freue mich. Ich bin sehr dankbar an Valve. Ich würde gerne mal Gabe höchstpersönlich die Hand dafür schütteln, dass er das ermöglicht hat. Wer weiß, vielleicht kann ich das irgendwann mal. Ja, Leute, Half-Life Alyx, es ist so schwer für mich. Ich meine, alle, die irgendwas von Valve gekauft haben, die haben das schon in der Bibliothek drin, ne? In der Steam Library. Also wenn du die Index gekauft hast, wenn du nur die Controller gekauft hast oder sogar nur die Base Stations, dann hast du das Spiel schon in deiner Bibliothek. Und du willst die ganze Zeit diesen Install-Button suchen, aber er ist nicht da, weil es steht halt da, März 2020. Ja. Also nach wie vor, wenn irgendjemand eine Möglichkeit findet, mich bis März 2020 einzufrieren, bitte gerne Infos dazu. Ich freue mich unfassbar drauf. Richtig geil. So, einmal kurz für zwischendurch, bevor es gleich die neuesten Releases gibt. Wenn ihr Amazon Prime-Kunde seid, warum geht ihr nicht mal auf meinen Twitch-Kanal und drückt hier mal auf Abonnieren? Das wäre richtig cool. Könnt ihr einmal im Monat kostenlos tun. Dann habt ihr mich ein bisschen supportet und müsst keinen Cent zahlen. Hier ist die Seite, wie das funktioniert. Wie kann man ein Twitch-Prime-Abo benutzen? Linke ich euch unter dem Video. Könnt ihr jetzt mal draufklicken, damit ihr die Seite schon mal offen habt. Aber jetzt gibt es die neuesten Releases. Das war eigentlich schon letzte Woche, das hatte ich allerdings übersehen. Wie konnte das nur passieren? Espire One ist ein Stealth-Adventure. Es ist nicht perfekt, es ist ein bisschen arg einfach und so, aber ich mag es trotzdem empfehlen. Ich hatte durchaus Spaß, kostet 28 € und können wir auf allen VR-Plattformen zocken. Dann Nevrosa Primal Ritual. Da habe ich schon mal die Demo, sage ich jetzt mal, von gespielt. Das ist durchaus ein düsteres Abenteuer, auch ein bisschen gruselig. Da springen die auf irgendwann mal Spinnen ins Gesicht und so. Kann ich aber empfehlen. Lavender, ja, das ist eher so ein Sandbox-Spiel. Das kannst du aber sicherlich dann kostenlos zocken, würde ich jetzt mal fast behaupten. Sollte eigentlich schon draußen sein, müsste jetzt dann bald jeden Moment erscheinen. Triumph in Disguise, ja, das ist logischerweise ein Flugsimulatorspiel. Dann haben wir Battle Round. Ja, gegeneinander in der Arena kämpfen, würde ich sagen. Also das Spiel kannst du, glaube ich, soweit ich weiß, auch ohne VR zocken. Es gibt einen Modus dafür, aber hier steht vor allem nur Vive, aber ich denke mal, das können wir auch auf anderen zocken. Dann haben wir World War II. Wage mal zu bezweifeln, allein von den Screenshots sehe ich schon, dass ich dieses Spiel nicht zocken werde. Aber gut. Full Choke, ja, Tontauben schießen. Dann Re-Ori, das ist so eine Art, ja, wir haben Karten, das ist so ein Karten-Battle-Spiel. Das kannst du auch im Multiplayer zocken. Und ja, wenn ihr auf so Kartendecks steht, dann ist das was für euch. Dann haben wir nochmal Oceans Remake. Logischerweise eine Unterwassererfahrung. Das sieht ganz gut aus. Das werde ich sicherlich mal anzocken. Dann gehen wir zur Oculus Quest Plattform. Aspire One VR Operative. Auch auf der Oculus Quest. Guck mal, ist sogar ein bisschen teurer. Und Fisherman's Style, da haben wir ja schon drüber geredet eben. Das können wir jetzt halt auf der Quest zocken. Lohnt sich absolut. Dann gehen wir zur Rift Plattform. Auch Aspire One natürlich. Reflex Unit 2. Das ist. Ja, das ist so ein, ich nenne es mal so ein Strategiespiel. Können wir ja mit den Touch-Controllern zocken. Dann haben wir Project Z. Für was steht Z? Richtig, für Zombies. Ja, wir sind halt so in so einem verlassenen Krankenhaus und müssen dann Zombies bekämpfen und entkommen. Hellcat. Ein Action-Flugsimulator. Also erwartet da nicht irgendwie krasse Präzision von den ganzen Steuerungen und alles. Das ist eher so ein Arcade-Simulator, Kampfsimulator. Das seht ihr auch schon an der Grafik. Leider gab es auf der PlayStation-Plattform keine neuen Spiele, aber vielleicht nächste Woche.
So, und dann kommen wir natürlich noch zu den Sales. Ich habe ja letzte Woche gesagt, ja, das war die Ruhe vor dem Sturm. Jetzt ist der Sturm. Es sind so viele Sales, dass ich im Leben nicht alle jetzt euch zeigen kann. Ich habe mal versucht, die besten rauszufinden. Und zwar fangen wir einfach mal auf Steam an. Wir haben IL-2 Sturmovik. Das ist ein sehr cooler Kampfflugsimulator. Den können wir in Virtual Reality auch zocken. Und der ist 75% runtergesetzt. Dann Fallout 4 VR, muss ich glaube ich nichts zu sagen, kriegt ihr gerade 70% günstiger. Arizona Sunshine, ja, also wer das immer noch nicht hat, jetzt aber nicht, für 13,59 ist quasi Pflicht, muss jeder haben. Form, super tolles, ja, ich würde sagen, es ist ein Puzzlespiel, ein Adventure-Puzzlespiel, 60% runtergesetzt. Dann The Invisible Hours ist ein Abenteuer, wo wir quasi eine Kriminalgeschichte oder einen Mordfall nachstellen müssen, rausfinden müssen. Und dazu können wir die Zeit vor uns zurückspulen und uns gleichzeitig überall rumbewegen. Sehr, sehr cool, 66%. Assetto Corsa, ganz klar für alle Rennspielfreunde. Äußerst positiv ist die Bewertung hier auch, für 4,99 kriegt ihr das gerade. Also da könnte man zuschlagen. In Dead, für mich das beste Pfeil- und Bogenspiel, 60% runtergesetzt. Dann Transpose ist auch eine Art Puzzlespiel. Also wir müssen immer irgendwie versuchen, es ist schwierig zu erklären. Es ist schwierig zu erklären, wir müssen irgendwie so diese Würfel hier finden. Und dazu müssen wir irgendwie in verschiedenen Zeitzonen unseren Avatar klonen und uns gegenseitig dann zuwerfen mit unserem geklonten Avatar. Völlig verrückt, aber sehr, sehr gut gemacht, 60%. Dann haben wir nichts. Warum zeigt er das nicht an? Jetzt zeigt er es an. Serious Sam VR The Last Hope, ein super Wave-Shooter. Ich bin ja kein Fan von Wave-Shootern, aber das ist wirklich mal ein schöner Wave-Shooter. 80% günstiger. The Gallery 1 und Gallery 2, wo ist das andere? Hier ist Gallery 2. Sind gerade beide 60% runtergesetzt. Ein Must-Have Abenteuerspiel auf jeden Fall. Und dann haben wir noch Talos Principle VR. 85% runtergesetzt. Ist auch ein sehr schönes Puzzlespiel. Es gibt noch viel, viel mehr, Leute. Es gibt so viel mehr noch. Wenn ihr hier auf Steam geht, scrollt ein bisschen runter und hier unten kommt irgendwo dann VR-Spiel. Dann geht hier unten auf das kleine Mehr anzeigen. Und dann könnt ihr euch hier mal durchscrollen. Also es sind so viele, dass ich die euch gar nicht alle zeigen kann. Ne? Geht einfach mal durch. Das Ganze geht, wenn wir hier mal auf die Steam-Seite gucken, wir haben die Herbstaktion, die geht bis zum 3. Dezember um 19 Uhr. Ihr habt also noch ein bisschen Zeit, euch da durchzuwursteln. Dann leider auf der Oculus-Plattform, wenn ihr das Video jetzt schaut, ist der Sale schon vorbei. Das ist schade, deswegen macht es keinen Sinn, dass ich das euch jetzt zeige. Ich hoffe, ihr habt zugeschlagen beim Oculus-Sale, aber dafür gibt es auf der PlayStation VR Blood and Truth gibt es noch. Das ist ein super Action-Spiel, ist 50% runtergesetzt. Dann haben wir Space Junkies, ein Multiplayer-Arena-Shooter, auch 50% runtergesetzt. Astrobot Rescue Mission, das beste Jump-and-Run-Spiel auf der PlayStation VR. Transference, das ist ja so eine Art Horror-Spiel für die PlayStation VR, ein Abenteuer, 40% runtergesetzt. Firewall Zero Hour, ganz klar, der beste Shooter, für 12,99 gerade. Eagle Flight, ein gemütliches durch die Gegend fliegen, 62€, da seid ihr ein Adler. Trackmania, ein Arcade Racer, 73% runtergesetzt. Werewolves Within, das zockt man am besten im Multiplayer, da ist einer der Werwolf, darf es aber nicht verraten. Ich habe selber noch nicht gespielt, muss cool sein. 50% runtergesetzt. Und jetzt am Schluss nochmal einmal kurz die Info, wenn ihr das noch nicht getan habt. Jetzt war es das nämlich mit den Weekly News, dann macht doch mal, das geht doch jetzt hier mal auf die Seite, meldet euch hier oben an und dann geht ihr auf meinen Twitch-Account und macht mal eure kostenlose Subscription. Geht nur, wenn ihr Prime-Kunde seid. Würde mich riesig freuen. Ja, so sieht's aus. Ich hoffe, da war wieder was Interessantes dabei für euch. Das wäre doch mal was, oder? Und schreibt mir doch einfach mal, wenn euch irgendwas Spezielles gefallen hat, dann wäre das cool. Also Leute, bis zum nächsten Mal in der virtuellen Realität. Haut rein. Ciao. Wude.de